Und willkommen zurück beim Witcher 3. Ja, in der letzten Episode hatten wir uns stark mit Kira Metz durch die Gegend gekämpft und wir haben immer noch eine Einladung von ihr. Und ich sehe auch immer noch, wir haben immer noch das Rennen und das Gewinnspielen in Velen. Das sollte ich wohl demnächst auch mal angehen. Was haben wir sonst noch? Hexeraufträge? Genau, Auftrag Kreischling. Wo ist denn der Auftraggeber? Mal kurz gucken. Meine Stufe 8, wir sind noch Stufe 6. Muss zur Not auch nicht so viel heißen. Achso, der ist da oben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach oben, besuchen aber noch eben den Händler und ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich glaube, gewinnt muss ich mir doch einfach demnächst mal angucken. Das ist halt das Kartenspiel, was man hier, was man hier nebenbei spielen kann. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leider hat der Herr nicht wirklich viel. Er hat ja quasi gar nichts. Mal kurz gucken, was hat er für Satteltaschen? 70. Okay. Mal kurz. Leb wohl. Leb wohl. Ich will mal eben kurz gucken. Es gibt später sicherlich größere Satteltaschen. Wir haben vermutlich... Wir haben gar keine. Ja, wir haben gar keine. Sei gegrüßt. Ja, du mich auch. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren... Wie teuer sind sie denn? 320. Leb wohl. Leb wohl. Inventar. Zack. Oh, schon könnten wir 130 Pfund mit uns rumtragen. So eilig. Ich würde ja sagen, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich verlasse einfach mal den Ort. Zeigt er. Ah, hier. Dann rufen wir uns mal Plätze. Sind ja doch ein paar Meter. Hallo Plätze, du altes Packtier. Wer beschützt uns Arme vor den Halsabschneiden? Wo auch immer hier dieser Waldweg ist. Ach, da. Interessante Wegewahl. Aber das kennen wir ja langsam vom Witcher. Neue Markierung Sandort. Hexer, hab Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder weg. Das will ich doch gar nicht. So einer bin ich ja nicht. Mein Platzplätze. Ich klaue euch nur die Kräuter. Spitzwegerich. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, richtig gut Geld zu machen. Dafür bin ich aber sozusagen noch nicht weit genug im Spiel. Das würde eventuell in Novigrad klappen. Vielleicht mittlerweile allerdings auch nicht mehr, weil es kann auch sein, dass die das mittlerweile gepatcht haben. Ah, wir haben ja diesen Händler wunderbar umfahren. Ich rufe mal in Plätze wieder. Oder wollen wir nicht doch eher zu Kira Metz? Das ist eine Level 6 Quest. Machen wir die doch lieber mal zuerst. Lauf, Plätze! So. Schneller. Wenn sie auch denken, er weiß nicht, wo er hin will. Oh, willst du mich begraben? Ja. Nein. Ja, und wie das übliche, ich drücke die ganze Zeit Arbeit. Beim Sprinten mit dem Pferd. Aber reicht es ja eigentlich zweimal und dann einfach gedrückt halten. Was sind denn hier? Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Das Brastel an dem. Also schön, hier gerade mal ein bisschen durch die Gegend zu reiten, hat natürlich jetzt den Vorteil, dass ich hier in Zukunft einige Schnellreiseorte dann mehr habe zur Auswahl.
Moment. No. Was ist denn los? Lass mein Pferd in Ruhe. Ach, haben wir natürlich jetzt ja noch genau das Ungünstigste, glaube ich. Lass dir mein Pferd in Ruhe. Sorry, mein Tier ist in Ordnung. Aber hier einfach mein Pferd anzugreifen, das finde ich. Ein Scheu zu machen, finde ich nicht gut. Bei solchen Gegnern könnte man natürlich auch sonst durchreiten. Wir haben ja auch mittlerweile mehr Ausdauer. Seit dem einen Pferderennen vor ein paar Folgen. Klappt, sollte das ja eigentlich jetzt ganz gut klappen. Das ist ja auch ein bisschen blöd, hier die ganze Zeit hier die Leute aufzuhängen. Es zieht doch sicherlich auch einiges los, an. Lauf! Ah, jetzt, glaube ich, finde ich den Weg auch wieder. Und stopp. Schwert weg. Das kennen wir ja schon. Bei Kräutern bediene ich mich ja immer gerne großzügig. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Hallo. Störe ich? Gera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du meintest doch, ich soll vorbeikommen. Aber... Tja, reden wir erstmal darüber. Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Nö. Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann, als Warzen wegzaubern. Ist doch schön. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Okay, du hattest eine Bitte an mich. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Nee. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Fezzerat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Okay. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Tja. Warum willst du denn den Fluch brechen? Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Okay. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ja.
Ich werde dir helfen. Ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Das war klar. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Hm. Okay, warum kommst du nicht mit? Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Okay. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. Hm, okay. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Hoffen wir mal. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Okay, wie funktioniert die Lampe? Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Ein Walkie-Talkie. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Nie davon gehört. Noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Ah, Megaskop. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Hm. Wo hast du den dann her? Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich hab nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Okay, dann sollte auf zur Reuseninsel. Was wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. Sicher? So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Danke. Questgegenstände. Ich muss dann an die richtigen Stelle im Inventar ablegen. Ja, Questkarte. Neben Quests. Ein Turm voller Ratten. Wo ist denn das? Oh, das ist ja gleich um die Ecke. Irgendwo, hoffe ich. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Ertrunkener. Juhu. Oh, Waffe hat einen Schaden. Ich habe nur noch ein Reparaturset. Muss ich mir auch mal wieder neue besorgen. Da liegt das Schiff. Wir hatten ja schon nach der letzten Quest uns das Bötchen geholt. Hallo. Rein ins Boot.
So, ich habe bei den Tipps gelesen, wenn man im Schiff ist, ich habe mir mal so ein paar Tipps angeguckt, dann gibt es wohl auch ein paar Häfen, die man direkt ansteuern kann. Die sollen durch ein Ankersymbol markiert sein. Ja, hier nicht. Vielleicht gilt das dann später auf den Skelligen. So, ja, dann würde ich sagen, Vollgas. Ich fahre mit meinem Bötchen, ich fahre hier und dort lang. Ist auch noch schön früh am Morgen. Juhu! Hallo, Ertrunkene! Und tschüss, Ertrunkene. Hinten sah man noch einen kurz. Also, vermutlich nur, wenn ihr im Vollbild spielt, sonst dürftet ihr den auch nicht gesehen haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, ging das nicht schneller? Nee. Nee, das war wohl Höchstgeschwindigkeit. Naja, reicht ja auch. Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Ah, schön. Warte. Dieser Xenogloss, kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Manchmal frage ich mich, wie das Wasser da so komisch rüberschwappt. Ah, jetzt kommt es natürlich nicht mehr. Ich denke, ich lege hier hinten an, dass da vorne dürfte ja die... Oh. Vielleicht lege ich nicht direkt bei den Ertrunkenen an. Die kralle ich mir aber auf jeden Fall gleich. Und ich frage mich natürlich, kann ich mein Pferdchen hier herrufen? Oh oh. Nein. Das sind jetzt auch Modehaute. Oh. Bist du schon auf der Insel? Steuer loslassen. Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser magische. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Ja. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Stopp. Und weg. Und weg. Ja. Erstmal hier den ersten von uns fertig machen. Okay, ich habe schon was gemerkt. Nicht an ihn dran stehen, wenn sie sterben. Weil die vermodern dann sozusagen. So, weg, 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 weg. Hier gucken, was haben wir hier? Blümchen. Gerade auf so Inseln ist es vielleicht gar nicht mehr verkehrt, auch die Blümchen mal eben schnell alle mitzunehmen. Lieblingsfreunde, die Ertrunkenen. So. Da hinten ist eine Höhle. Ich weiß, die gehört nicht zu meinem Auftrag. Mal gucken. Ist noch irgendwas anderes? Nö. Aha. Vor allem sehe ich nicht mehr so aus wie der letzte Depp. Na, da hat er sein Hirn ausgespuckt. Ja, sorry, also ich fand die letzte Rüstung, also den letzten Bumps, den ich anhatte, fand ich, der sah jetzt mal nicht so gut aus. Um es freundlich festzuhalten. Noch mal ein paar Gule.
hat denn das geklappt? Wie auch immer das geklappt hat. Der war doch viel zu weit weg. Was sie wohl umgebracht hat, sieht nicht nach dem Werk von Nekrophagen aus. Noch mehr Monster. Okay. Stopp. Feuerschaden. Ach du meine Scheiße. Ist ein ganzes Bataillon von denen. Weg, 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 weg. Ja, das Gute ist, das klappt dann häufig. Zack. Und schon mal wieder zwei Gegner. Hallo. Und weg. Ja, manch einer sagt, das ist vielleicht nicht die super tolle Taktik, aber eigentlich, also nicht die faire, weil lässt ja gegenseitig umbringen. Aber ich sag, ich meine, dafür hat man auch so eine Taktik. Jetzt gucken wir nicht nix. Also ist auf jeden Fall, finde ich, eine intelligente Taktik. Komm schon. Oh oh. Weg. Schön. Unschön. Prozent. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein Werkzeugkit. Oder ein zweites Hexerschwert. Aber ich muss halt schauen, dass ich nicht mehr so viele Monster töte. Aber leichter gesagt als getan. Na. So, geht doch. Oh, das ist ja noch einer. Vielleicht muss ich gleich eben von hier eine Schnellreise in ein anderes Dorf machen. Und zwar zum Schmied. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Um eben meine Waffe reparieren zu lassen. Weil immerhin haben wir jetzt hier einen Reisepunkt. Ja, ich glaube, das ist sogar eigentlich die beste Idee. So, mal kurz gucken, wo haben wir denn jetzt Mittelhain? Zack. Nein, dafür haben wir ja auch teilweise diese Schnellreisepunkte. Hier vorne ist ein Kaufmann, den will ich auch mal eben aufsuchen. Hallo. Ein Amulett, Bezoa, ein paar Schildkrötensteine. Nimm ich alles. Zeig mir deine Waren. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Puh. Okay.
Gut, er hat zumindest nichts, was ich jetzt wirklich brauche. Ja, meinen alten Wams darfst du aber gerne haben. Glaube ich zumindest, was ist das? Aha, Schallklappen. Nee, da habe ich glaube ich bessere, ne? Satteltaschen habe ich bessere. Schallklappen habe ich noch nicht. Oh, zwei Waffenreparatursets. Ich nehme alles zurück. Was hat er hier noch? Was ist das? Asche, okay. Gwint-Karten. Die kaufe ich auf jeden Fall mal, weil Gwint werde ich demnächst auch definitiv mal spielen und zeigen. Und der Tipp, den ich bekommen habe, kauf einfach erstmal alles an Karten, was du finden kannst. Dann leb wohl. Bis dann. Und wir hatten hier noch einen Waffenschmied in diesem Ort. Du bist wieder bei dieser Hexe gewesen. Du kannst nicht sicher ohne ein... Ja. So. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Wir gucken auch mal zuerst in seine Waren. Auch hier... Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Auch hier interessiere ich mich natürlich für Gewinnkarten. Hat er nicht. Rüstung hat er. Gut. Dann Handwerk reparieren. 61. Jetzt sind wir quasi fast arm. Was heißt fast? Wir sind quasi arm. Und hier machen wir jetzt eine klitzekleine Pause und hier geht es dann in der nächsten Episode weiter. Bis dahin.